So, Freunde, und hier ist das gute Stück, was ich am Abend einfach mal schnell fertig genäht habe. So, da schaut das dann aus. Hauteng drumherum genäht, wie ihr das seht, ne? Hinten schöne stabile Naht, zweimal hin und her genäht. Richtig schön stabil, alles nochmal kräftig eingeölt und weil es schon ein bisschen abgegriffen, ranzig war, schön mit Schwarzschuhcreme behandelt, schön ein bisschen aufpoliert. No. Oh, da habe ich das gute Stück mal rausgenommen. Ja, um die kleinen Rostmacken werde ich mich kümmern. Die werden noch schön weggebürstet. Und so schaut euch das mal an, ne? Flecken entfernt, gesäubert, schön mit Lederpflegemittel behandelt. Die Kanten ein bisschen mit Lederpflege behandelt und geschwärzt. Und dann passt das Ganze. Das war ganz schön mühselig, das Dingens da hinterher dann reinzufummeln. Aber es geht. Ach Quatsch, Leder ist sehr dehnbar, so wollte ich sagen. Dazu ein bisschen schön eingeölt. Das durfte jetzt die nächsten 100 Jahre auch noch halten. Ja, und ich denke mir mal, eine schnelle Billighalterung gebastelt aus vorhandenem Material. Irgendwie dem Vorbild ein bisschen angelehnt. Ein Laie sieht das sowieso nicht, dass es anders ist. Und es interessiert auch niemanden. Und ich denke mir mal, die Zombie-Apokalypse kann kommen. Und wir sind vorbereitet und gerüstet. Und der Teil eignet sich wunderbar, um damit Zombie-Köpfe einzukürzen. No. Alles eine wunderbare Sache. Leute, es macht Spaß. Ich lasse euch ein bisschen teilhaben. Und erfreut euch an euren Hobbys. No. Tschüss, Freunde.